Hallo, ich bin Anna. Du würdest gerne noch mehr zu den Zeitmaßen lernen? Dann bist du hier bei einem Video von Mathe macht Freude, Freunde, genau richtig. In diesem Video wird die Berechnung einer Zeitdauer mit einer weiteren Umrechnung kombiniert. Noch einmal kurz zur Wiederholung vom letzten Video. Eine Zeitdauer ist ein Zeitabschnitt, welchen man mit einer Stoppuhr messen kann. Der Bus fährt zum Beispiel 2 Stunden. Die Mathestunde dauert 50 Minuten. Das Skirennen dauert 1 Stunde und 20 Minuten. Da wir das geklärt haben, gehen wir doch gleich weiter zu einem Beispiel. Ich habe hier folgendes Beispiel. Lara möchte einen Ausflug in den Zoo machen. Auf dem Ticket steht als Eintrittszeit 12.46 Uhr. Beim Ausgang vom Zoo sieht Lara auf die Uhr, um festzustellen, wie lange sie im Zoo war. Wie spät ist es inzwischen? Es ist inzwischen 14.12 Uhr. Wie lange war Lara im Zoo? Um die Zeitdauer zu bestimmen, müssen wir die Stunden und Minuten der Uhrzeit zerlegen. 12.46 Uhr sind 12 Stunden und 46 Minuten. 14.12 Uhr sind 14 Stunden und 12 Minuten. Nun wollen wir die Differenz der beiden Zeitmaße. Die Differenz ist das Ergebnis der Subtraktion. Daher müssen wir immer die kleinere von der größeren Zahl subtrahieren. Wir subtrahieren die Stunden und Minuten getrennt. 14 Stunden minus 12 Stunden und 12 Minuten minus 46 Minuten. Fällt dir hier etwas auf? Wir können zwar die Stunden subtrahieren, jedoch können wir die Minuten nicht subtrahieren, da wir nicht die kleinere minus der größeren Zahl rechnen können. Beziehungsweise muss der Minuend größer als der Subtrahent sein. Hierzu müssen wir zuerst 1 Stunde in 60 Minuten zerlegen. Wenn wir nun von den 14 Stunden 1 Stunde wegnehmen und diese in Form von Minuten zu den 12 Minuten hinzufügen, bekommen wir 13 Stunden und 72 Minuten. Nun ist unsere Subtraktion lösbar und wir können uns die Zeitdauer berechnen. Wir subtrahieren wieder zuerst unsere Stunden. 13 Stunden minus 12 Stunden ergeben 1 Stunde. 72 Minuten minus 46 Minuten ergeben 26 Minuten. Die Antwort lautet also, Lara war 1 Stunde und 26 Minuten im Zoo. Machen wir doch gleich noch ein Beispiel. Leo möchte mit dem Zug von Salzburg nach Innsbruck fahren. Kannst du die Abfahrt- und Ankunftszeit herausfinden? Notiere die Zeiten. Der Zug fährt um 9.48 Uhr von Salzburg los und kommt um 13.47 Uhr in Innsbruck an. Wie lange braucht der Zug denn für diese Strecke? Um die Zeitdauer zu bestimmen, müssen wir erneut die Stunden und Minuten der Uhrzeit zerlegen. 9.48 Uhr sind 9 Stunden und 48 Minuten. 13.47 Uhr sind 13 Stunden und 47 Minuten. Nun wollen wir die Differenz der beiden Zeitmaße. Wir schreiben die Subtraktion auf. 13 Stunden minus 9 Stunden und 47 Minuten minus 48 Minuten. Nicht vergessen, wir müssen immer die kleinere von der größeren Zahl subtrahieren. Fällt dir hier etwas auf? Wir können zwar die Stunden subtrahieren, jedoch können wir die Minuten nicht subtrahieren, da der Subtrahent größer als der Minuend ist. Hierfür müssen wir wieder 1 Stunde in 60 Minuten zerlegen. Wenn wir nun von den 13 Stunden 1 Stunde wegnehmen und diese 60 Minuten zu den 47 Minuten hinzufügen, bekommen wir 12 Stunden und 107 Minuten. Nun ist unsere Subtraktion lösbar und wir können uns die Zeitdauer berechnen. Wir subtrahieren wieder zuerst unsere Stunden. 12 Stunden minus 9 Stunden ergeben 3 Stunden. 107 Minuten minus 48 Minuten ergeben 59 Minuten. Die Antwort für dieses Beispiel lautet, der Zug braucht von Salzburg nach Innsbruck 3 Stunden und 59 Minuten. Das war's mit den Zeitmaßen. Ich hoffe, du hast etwas lernen können und vielleicht sehen wir uns ja schon bald in dem ein oder anderen Video von Mathe macht Freude, Freunde wieder.
Danke fürs Zuschauen und bis bald!